Hallo und alle, mein Name ist Ekaterina Kardakova, ich bin Opernsängerin, Vocal- und Präsentationscoach. In diesem Video möchte ich mit Ihnen über die Körpersprache reden. Ich habe über 100 Videos über die Stimme, Stimmtraining, Stimmentwicklung, Singen aufgenommen und jetzt dieses Video möchte ich dem Thema präsentieren werden und über die Körpersprache sprechen. Einige Menschen, die zu meinen Präsentationstrainings kommen, erzählen fast die gleiche Geschichte. In verschiedenen Variationen, aber die Geschichte, die Ideen sind ziemlich ähnlich. Und diese Geschichte klingt folgendermaßen. Ich habe einen Traumjob, sagt der Mensch. Und ich habe mich für diesen Traumjob beworben. Ich bin auch zum Interview eingeladen worden und ich weiß ganz genau, ich kann diesen Job wirklich perfekt machen, denn ich habe alle Skills, ich habe die Erfahrung, ich passe perfekt zu diesem Job. Und dann, wenn der Arbeitgeber sich entscheiden soll, wen er nimmt, entscheidet er sich nicht für diesen Menschen und dann ist dieser Mensch natürlich enttäuscht und sagt, warum nicht ich? Ich passe doch so perfekt zu diesem Job und ich kann diesen Job so gut machen. Warum nicht ich? Und wenn wir das Präsentationstraining anfangen, da kommen wirklich viele spannende Sachen raus. Hier fliegt irgendwas. Ah ja, wunderbar. Wenn ich ein Video mache, dann fliegt ihr es. Egal. So, und wenn wir das Training anfangen, eine Wespe. Wenn wir das Training anfangen, dann kommen sehr viele spannende Sachen raus. Und eins davon ist die Körpersprache. Denn wir Menschen, wir merken überhaupt nicht, was unsere Körpersprache über uns erzählt. Und die anderen Menschen lesen die Körpersprache auf einem unbewussten Niveau. Und hier möchte ich Sie nochmal Ihre Aufmerksamkeit lenken. Wenn Sie einen wichtigen Auftritt haben, wenn Sie wichtige Verhandlungen führen, eine wichtige Situation oder ein wichtiges Interview führen, passen Sie auf und machen Sie, wie soll ich sagen, seien Sie bewusst, was Ihr Körper über Sie erzählt in diesem stressigen Moment. Denn für uns, für unsere Psyche, für unseren Körper ist es immer wieder ein Stress, öffentlich aufzutreten oder ein Interview zu haben. Denn immer wieder kommen die Gedanken, was sagen die Leute über mich? Habe ich was Falsches gesagt oder weiter, ja, durch die Liste. Ich möchte Sie aber auch bitten, wenn Sie dieses Video mögen, bitte geben Sie mir einen Thumbs up. Das empfinde ich als Dankeschön von Ihnen. Wenn Sie meine Videos mögen und mehr Videos bekommen möchten, dann natürlich abonnieren Sie den Kanal und unbedingt, wenn Sie Fragen haben oder über Ihre Erfahrungen erzählen möchten, dann natürlich schreiben Sie in die Kommentare. Ich finde es immer sehr spannend, Ihre Kommentare zu lesen und mit Ihnen zu diskutieren. Ganz kurz möchte ich in die Geschichte gehen. Vor 400.000 Jahren, unsere Vorfahren haben miteinander nur mit der Körpersprache und verschiedenen Klängen kommuniziert, weil der Kehlkopf, wo die Stimmbänder sitzen, hat sich in der Evolution ziemlich spät entwickelt. Das heißt, die Vorfahren konnten immer noch keine Worte nutzen und sie haben nur mit dem Körper kommuniziert. Und wie ich vermute, viel erfolgreicher kommuniziert haben, als wir jetzt mit Worten und mit der Sprache kommunizieren können. Wenn Sie Kinder haben oder vielleicht kleine Babys haben, dann sehen Sie auch, wie deutlich das kleine Kind, das noch nicht mal sprechen kann, Ihnen als Mama und Papa oder Familienmitglied, Ihnen sagt, was es will.
Sie verstehen ganz genau, was das Kind will. Ich habe sogar Freunde, die nach der Tonhöhe des Babys, wie das Baby schreit oder weint, sie wissen ganz genau, aha, jetzt will das Baby essen oder will es was anderes machen. Ja? Also sie verstehen das. Wir verstehen einander auf der Ebene der Körpersprache unbewusst. Und da sollen wir uns bewusst machen. Und jetzt wahrscheinlich hören Sie mich zu und denken, ja, okay, das stimmt schon, dass ich nicht aufpasse, was mein Körper über mich erzählt, aber was kann man da machen? Ich gebe Ihnen ein paar Übungen, wie Sie die Bewusstheit für Ihre Körpersprache besser entwickeln können. Die erste Übung ist ganz einfach. Schauen Sie sich im Spiegel an. Stellen Sie sich vor dem Spiegel und schauen Sie sich an. Aber bitte ohne Kritik. Ohne, ach, hier habe ich was falsch, da habe ich nicht so schön, hier habe ich Fett, da habe ich Bierbäuchle. Nein, es geht nicht um Kritik. Stellen Sie sich die Frage, wie nehme ich mich jetzt wahr? Wie nehmen mich andere Leute wahr? Schauen Sie sich im Spiegel und da finden Sie ganz viele Antworten. Und ich kann aus meiner Erfahrung Ihnen sagen, so viele Menschen, erwachsene Menschen, haben falsche Haltung. Dadurch, dass wir so viel sitzen und oder so unterentspannt sitzen, normalerweise so, und verbringen vorm PC sehr viele Stunden, sehr viel Zeit, dann entwickeln wir eine falsche Haltung. Das heißt, viele Menschen haben so ein Kummel, leichtes oder leichten, aber doch ein Kummel. Oder einige haben die Tendenz, immer wieder die Schulter hochzuziehen. Natürlich, wenn sie einen Menschen mit leicht gehobenen Schultern sehen, dann denke ich mir, oder dann denken sie vielleicht auch so genauso wie ich, wahrscheinlich hat der Mensch irgendwie Angst vor irgendwas, ja, der will sich verstecken. Oder viele Menschen haben auch falsche Haltung dadurch, dass eine Schulter, normalerweise linke Schulter, ein bisschen gehobener ist als der rechte. Also irgendwie auch die Haltung ist schief. Also die Schultern sind nicht auf einer Ebene, sondern einer von denen ist ein bisschen höher. Das lesen wir auch unbewusst, dass der Mensch so eine innerliche Spannung hat. Und Ihre Aufgabe, wenn Sie sich im Spiegel anschauen, ist zu merken, wie Sie Ihre Körperhaltung und Ihren körperlichen Ausdruck verbessern können. Worauf Sie aufpassen sollen, ob es die Haltung ist, die Schulter oder vielleicht auch Arme, weil viele Menschen haben so auch eine falsche Haltung dadurch, dass sie die Ellbogen so nah an den Körper halten, dann ist es wieder, ne, ich möchte mich klein machen, ich möchte mich verstecken. Das lesen wir unbewusst ab. Und die zweite Übung ist, eigene Gedanken zu beobachten, bewusst eigene Gedanken zu beobachten. Warum? Weil unser Psyche und unser Gehirn oder unser Mind, ja, unser, wie sagt man das richtig auf Deutsch, nicht Gehirn, also alles, was im Kopf passiert, widerspiegelt sich in unserem Körper. Ich glaube, ich habe es auch in vielen, vielen Videos über die Stimme sehr oft gesagt. Die Stimme ist ein Muskel, ein Teil unseres großen Systems. Das heißt, was wir denken, so klingen wir. Was wir denken, so drücken wir auch durch den Körper genau diese Gedanken aus. Das heißt, seien Sie bewusst, was Sie denken. Es gibt einen Neurowissenschaftler und Quantumpsychologe, den ich sehr mag, Joe Dispenza, vielleicht haben Sie schon über ihn gehört. Der sagt, er hat wirklich deutlich nachgewiesen, dass wir 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag haben. Und die meisten von diesen Gedanken sind leider negativ. Und auf diese negativen Gedanken reagiert unser Körper und dadurch entwickelt sich auch die falsche Haltung. Seien Sie vorsichtig, was Sie denken. Beobachten Sie, welcher aus diesen 70.000 Gedanken am Tag
haben Sie. Und dafür habe ich auch eine super gute Übung. Wenn Sie aufwachen, das Erste, was Sie machen können, ist diese Übung. Nehmen Sie Ihr Handy oder irgendwas, ein anderes Gerät, und machen Sie sich selbst ein Voice Message, ja, eine Sprachnachricht. 2 Minuten sagen Sie einfach alles, was Ihnen jetzt vorkommt, ja, was Sie im Kopf haben. Laden Sie alle diese Gedanken raus. Und während des Tages 2-3 Mal nehmen Sie sich 2 Minuten auf und dann am Ende des Tages reflektieren Sie. Schauen Sie und hören Sie sich diese Aufnahmen auf. Hören Sie, was Sie gesagt haben, ja, in den Aufnahmen. Und versuchen Sie zu analysieren, was für Gedanken haben Sie im Kopf. Sind Sie gut oder schlecht? Sind Sie positiv oder negativ? Kommen Sie aus der Vergangenheit oder doch Sie gehören zur Gegenwart? Was für Gedanken haben Sie im Kopf? Und dadurch, wenn Sie Ihre Gedanken regulieren können, dazu gibt es ein fantastisches Buch von auch einem deutschen Neurowissenschaftler, Joachim Baum. Das Buch heißt Selbststeuerung. Ich empfehle Ihnen sehr, dieses Buch zu lesen. Das heißt, wie können Sie Ihre Gedanken bewusst regulieren und in total andere Richtung führen? Sobald Sie Ihre Denkweise verändert haben, sobald Sie andere Gedanken, die positiven Gedanken im Kopf haben, dann sofort widerspiegelt sich das alles auf Ihre Körpersprache, auf Ihre Haltung, und die Leute nehmen Sie total anders wahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie viel mehr Erfolg mit diesem neuen Innenzustand und körperlichen Ausdruck haben werden. Bin ich mir 100% sicher. Wenn Sie noch zu diesem Thema Fragen haben, dann schreiben Sie mir natürlich in die Kommentare. Wenn Sie mehr Videos von mir bekommen möchten, können Sie auch den Kanal abonnieren. Sonst, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Und ich empfehle Ihnen sehr, diese Übungen zu machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute. Ciao.